Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute Abend habe ich eine neue Schlafgeschichte dabei. Wir werden uns auf eine nächtliche Reise mit dem Orient Express begeben. Dabei kommen wir an malerischen Landschaften vorbei und werden das Innere des Zuges erkunden. Mit dem Einbruch der Nacht werden dich sanfte Regenklänge und das monotone Rattern des Zuges in einen erholsamen Schlaf begleiten. Falls ihr Wünsche für neue Traumreisen oder Geschichten habt, vielleicht ein ganz besonderes Setting oder Thema wünscht, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Und nun wünsche ich einen tollen Schlaf. Du kannst es dir nun so richtig bequem machen. Kuschel dich ein und schließe deine Augen. Nimm deinen ruhenden Körper auf der Unterlage wahr. Spüre, wie dich dein Atem mit wertvollem Sauerstoff versorgt. Gleichmäßig und ruhig hebt sich dein Brustkorb und sinkt wieder etwas ab. Genieße die Ruhe, die dich umgibt, und lausche einen Moment nur deinem Atem. Erlaube dir, diese Ruhe jetzt immer weiter sinken zu lassen, bis sie dich ganz und gar erfüllt. Nimm dabei die wohlige Wärme deines Körpers wahr. Genieße es, jetzt hier zu sein und den Worten zu lauschen. Erlaube dir, runterzukommen, weiter zu sinken, und vielleicht werden auch deine Gesichtszüge weicher oder dein Mund sinkt etwas ab. Auch dein Nacken und Schulterbereich wird locker und entspannt. Fühle eine angenehme Wärme und Schwere in diesem Bereich. Nun lade ich dich auf eine atemberaubende Reise ein. Schon gleich wird uns der Orient Express von Paris über Frankreich und die Alpen bis nach Istanbul bringen. Stell dir vor, es ist später Nachmittag und du stehst auf dem Bahnsteig in Gare de l'Est. Von diesem Bahnhof aus wird der Orient Express Paris verlassen. Du befindest dich in einer der großen Weltmetropolen und schon gleich wartet eine wunderbare Reise auf dich. Du bist umgeben vom geschäftigen Treiben der Stadt. Die grauen Wolken hängen tief am Himmel und der Regen fällt in einem gleichmäßigen Rhythmus auf den Boden. Die Luft ist unglaublich frisch und
Die Geräusche der Stadt werden durch das Rauschen des Regens leicht gedämpft. Dein Blick gleitet auf die umliegenden Bahnsteige. Du siehst Reisende in ihren Regenmänteln und Schirmen herumhuschen. Doch der wohl besonderste Anblick liegt links vor dir. Dort steht der Orient Express auf den Gleisen. Die polierten, dunklen Metallteile glänzen im Licht der Lampen. Der Zug sieht aus wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Du erblickst die einzelnen Waggons, die bekannten Schlafwagen mit ihren kleinen, gemütlichen Fenstern und roten Vorhängen. Weiter hinten siehst du einen Speisewagen mit großen Panoramafenstern. Jeder Teil dieses Zuges hat sein eigenes Aussehen und einen ganz besonderen Charme. Der Orient Express lebt seit langem in der Erinnerung von Millionen von Menschen. Um ihn herum ranken sich alle möglichen Geschichten. Als er 1883 erbaut wurde, verband er Europa mit dem Nahen Osten, für diese Zeit einmalig. Eine Reise dorthin war für ihren unglaublichen Komfort, außergewöhnlichen Service und die Eleganz bekannt. So wie damals existiert der Orient Express heute nicht mehr. Einige Waggons wurden ersetzt und vieles aufwendig restauriert. Doch mit etwas Vorstellungskraft kannst du dir vielleicht ausmalen, wie er wohl damals ausgesehen hätte. Wie es in den 1900er Jahren wohl gewesen ist, als die Welt eine ganz andere war. Du schließt die Augen und stellst dir vor, wie du in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts zurückreist, als der Orient Express in seiner Blütezeit stand. Die Bahnstation ist voller Leben und Bewegung. Du erblickst einige auffällige Unterschiede zu heute. Die Kleidung der Menschen ist anders. Männer tragen Anzüge mit hohen Hüten und Damen Kleider aus langem Stoff. Ihr Stil ist elegant und irgendwie auch formell. Die Atmosphäre ist von einer bestimmten Etikette geprägt. Versetze dich in den Stolz und Optimismus der Menschen. In die Zeit, als die Welt ihre Blütezeit der Künste und Kultur erlebt, die sich überall widerspiegelt. Was viele Passagiere vereint, ist die Vorfreude in den Gesichtern. Einige warten ungeduldig auf den Beginn der Reise. Andere wiederum stehen in völliger Seelenruhe am Bahnsteig. Manche halten große Zeitungen in den Händen, die von den Ereignissen der Welt berichten. Die Welt ist langsamer, formeller und zugleich geheimnisvoller. Ein heller Pfiff ertönt und holt dich zurück in das Hier und Jetzt. Du öffnest die Augen und siehst, dass sich die Menschen um dich herum gemächlich auf dem Weg
zum Orient Express machen. Es ist ein freudiges und dennoch gemächliches Voranschreiten. Die Passagiere ziehen ihre Koffer hinterher und du folgst dem Fluss der Menschen zu einem der Eingänge. Vielleicht bist du ein wenig gespannt auf diese unglaubliche Reise, die gerade erst vor dir liegt. Als du den Eingang betrittst, begrüßt dich ein freundlicher Schaffner. Du holst dein Ticket hervor und zeigst es ihm. Er überprüft es kurz und weist dir den Weg in den Zug. Es ist ein erhabener Moment, als du endlich den Orient Express betrittst und dich auf eine unvergessliche Reise begibst. Von der Sekunde, mit der du den Zug betrittst, spürst du die vergangene Zeit. Das Handwerk in diesem Zug ist unverkennbar. Die Texturen der verschiedenen Holzarten, die Feinheit, sogar der Geruch ist außergewöhnlich. Ein Steward in einer eleganten Uniform begrüßt dich, lächelt dich warmherzig an und heißt dich willkommen. Er führt dich in dein eigenes Abteil und du folgst ihm durch die Gänge des Zuges. Schließlich erreicht ihr eine elegante Holzvertäfelung mit einer großen Tür. Als du sie öffnest, erblickst du ein geräumiges Zimmer, das mit bequemen Polstersesseln und einem gemütlichen Doppelbett ausgestattet ist. Durch das Fenster genießt du einen atemberaubenden Blick auf die Bahnstation im Regen. Der Steward verlässt dich und du atmest deine neue Umgebung ein. Hier hast du alles, was du für den perfekten Aufenthalt brauchst. Du beschließt, deine Schuhe auszuziehen und den luxuriösen Teppich unter deinen Füßen zu spüren. Sofort fühlst du dich heimisch. Es fühlt sich an wie ein Nachhausekommen. Du lässt dich auf das üppige Bett fallen, schaust dich noch etwas um und hältst inne. Du nimmst einen beruhigenden, tiefen Atemzug. Ein und aus. Ein und aus. Ein weiterer Pfiff ertönt und langsam kommt der Zug ins Rollen. Er verlässt den Bahnhof. Vielleicht empfindest du ein Glücksgefühl, eine Vorfreude auf die kommende Reise. Gemächlich bewegt sich der Zug durch die Stadt Paris. Aus dem großen Fenster siehst du die vorbeiziehenden Häuser und Dächer. Du verabschiedest dich von der Stadt der Lichter. Nachdem einige höhere Fassaden vorbeigezogen sind, erblickst du sogar den Eiffelturm in seiner anmutigen Eleganz
über die Dächer ragen. Bald liegt Paris hinter dir. Der Zug fährt durch die verschlafene französische Landschaft. Der Regen schwindet allmählich. Und was bleibt, ist das monotone Rauschen des Zuges. Hier und jetzt kannst du dich völlig fallen lassen, in Komfort und Sicherheit verweilen und zuschauen, wie alles an dir vorbeizieht. Genieße den Luxus, die Ruhe, den Moment. Für diesen kurzen Augenblick kannst du dir erlauben, völlig zu entspannen und anzukommen. Lausche den Geräuschen für einige Weile und spüre, wie der weiche Grund deinen Körper trägt. Jegliche Anspannungen schmelzen dahin. Deine Muskeln und Sehnen dehnen sich und werden warm und weich. Alles lockert sich und du fühlst dich rundum wohl und geborgen. Die Landschaft zieht weiter vorbei. Kleine französische Dörfer tauchen am Horizont auf und verschwinden wieder. Die grünen Hügel und Felder erstrecken sich bis zum Horizont und erzeugen eine unendliche Weite. Ab und zu fährt der Zug durch einen Tunnel. Das Innere des Wagens wird für einen Moment beleuchtet. Dann taucht er wieder auf und der Blick zur Landschaft ist wieder frei. Du genießt die Stille und den Frieden, den du hier findest. Das Leben verlangsamt sich und du fühlst dich, als ob du in eine andere Zeit eintauchst. Nach einiger Zeit der Erholung beschließt du, die anderen Abteile zu erkunden. Du verlässt deine Suite und schlenderst gemächlich durch die verschiedenen Gänge. Andere Passagiere lächeln dich an und begrüßen dich. Ihr
tauscht einen wissenden Blick aus, der sagt, wir haben Glück, diese wundervolle Reise zu erleben. Während du durch den Zug gehst, kannst du durch die Fenster nach draußen sehen. Indessen wird es immer dunkler. Du beschließt, an einer Tür mit einem großen Fenster anzuhalten und stehst einfach nur davor. Trotz der Bewegung fühlst du dich unter deinen Füßen geerdet. Du bist hier vollkommen sicher und geborgen. Du schaust auf das verdunkelnde Land jenseits des Zuges, die Silhouetten der Hügel um dich herum. In der Ferne erkennst du majestätische Berge und dir kommt der wissende Gedanke, allmählich erreicht der Zug die Alpen. Vor deinen Augen breitet sich eine atemberaubende Szenerie aus. Du erblickst hohe Gipfel, schroffe Felsen und weite Ebenen. Gemächlich bahnt sich der Orient Express seinen Weg durch die Hügel und Täler, als wäre er selbst ein Teil dieser majestätischen Landschaft. Es ist, als würdest du in eine andere Welt eintauchen, weit weg von den Sorgen und dem Stress des Alltags. Du schaust nach oben und siehst den ersten Stern am Himmel. Und eventuell machst du dir bewusst, dass du auf einem großartigen Planeten lebst, der durch Raum und Zeit reist. Der Zug, auf dem du dich befindest, bewegt sich entlang der Oberfläche dieses Planeten. Wie groß und mächtig der Zug auch sein mag, er ist nur ein winziger Teil des Lebens auf diesem erstaunlichen Planeten, den wir unser Zuhause nennen dürfen. Diese wunderbare Reise ist eine weitere kostbare Erfahrung, die wir in unser reiches Leben einweben können. Während du weiter entlang des Zuges gehst, genießt du vielleicht das Gefühl der Freiheit. An keinem festen Ort zu sein, sondern ungebunden auf der Durchreise. Schließlich kommst du in einem der Restaurants an. Du setzt dich an einen kleinen Tisch und bestellst ein erfrischendes Getränk und etwas zu essen. Wieder schaust du dich um. Überall siehst du die kleinen Tische mit perfektem Blick nach draußen und wie ein jeder ausgelassen die Atmosphäre genießt. Du siehst die polierten Holzverkleidungen und schimmernden Kristalllampen. Die Atmosphäre ist geprägt von dem sanften Rattern der Räder und dem Schaukeln des Zuges. Die Romantik des Essens, das vom Michelin-Sternekoch perfekt zubereitet wird. Die Getränke, die in der Bar mit den besten Zutaten gemischt werden. Und die verschiedenen Düfte,
erlauben es dir, deinen Gedanken freien Lauf zu lassen und an gute Zeiten zurückzudenken. Nach deinem Essen siehst du am Fenster einen ersten Regentropfen und dann noch ein und noch ein. Bald schon erkennst du, wie sich in der Ferne ein Nachtgewitter zusammenbraut. Doch hier drinnen bist du sicher. Die Stimmung ist friedvoll und ausgelassen. Mit der Zeit fühlst du dich immer müder und müder. Der Regen wird stärker. Das sanfte Rauschen der Klänge und das monotone Rattern des Zuges wiegen dich in eine tiefe Ruhe. Du fühlst dich müde und erschöpft. Es ist Zeit, zurück in deine Suite zu kehren. Als du ankommst, spürst du die tiefe Müdigkeit in deinen Knochen. Ein warmes und angenehmes Gefühl überkommt dich. Hier wirst du die nächsten Nächte verbringen, auf deinem Weg nach Istanbul, in deinem Rückzugsort. Alles ist bis ins kleinste Detail perfektioniert. Nur für dich. Du erledigst alles, was noch zu tun ist, um deinen Tag abzuschließen. Und dann kommt der Moment, auf den du gewartet hast. Du sinkst in dein Bett. Alles ist perfekt. Am Fußende kannst du durch dein Fenster die nächtliche Landschaft der Alpen sehen. Auch den sanften Regen an der Fensterscheibe. Wie die Regentropfen einer nach dem anderen hinunterwandern. Immer tiefer und tiefer gleiten. Eine Lampe vor dem Fenster spendet dir ein warmes, wohltuendes Licht. Du
Das Kissen ist so bequem. So, als wäre es speziell für deinen Kopf und Nacken geformt worden. Hier bist du sicher und geborgen. Nun kannst du zur Ruhe kommen. Wenn du magst, dann nimm noch etwas den Blick aus dem Fenster wahr, während der Regen leise gegen die Scheibe prasselt. Wie auch die Regentropfen am Fenster, kannst auch du immer tiefer und tiefer sinken. Das Rattern des Zuges versetzt dich in eine tranceartige Ruhe. Der Donner grollt in der Ferne. Der Regen prasselt. Es fühlt sich an, als ob alles am richtigen Platz ist. Alles ist gut, so wie es ist. Hier und jetzt ist alles gut. Du fühlst dich gut. Augen werden schwer. Und du fällst in den tiefsten und erholsamsten Schlaf, den du je hattest. Während du schläfst, kannst du dir sicher sein, dass sich das aufmerksame Personal um alles kümmert und dafür sorgt und wohlbehalten sind. Sinke in deinen tiefen Schlaf. Thank you.
Ja.